Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Wir haben in der letzten Folge hier den Koch getötet. Peaches ist auch mit dabei und wir gehen jetzt mal hier oben Richtung Fort Drupman, zu Herc Drupman und gucken mal, was der da so für uns auf Lager hat. Sollen wir mal eben gucken, ob wir irgendwo einen Karren finden. Der sieht doch gut aus. Jo, meins. Ich wette, du redest dir ein, du beschlagnahmst mein Fahrer, ja. Du Untersatz nur. Ja, ich beschlagnahme das nur. Geh weg jetzt. Danke. So, hey, Peach ist nicht überfahren. Oh, sorry. War ich überhaupt in die richtige Richtung? Hör auf, du zu schießen, Kollege. Danke. Nein, natürlich fahre ich nicht in die richtige Richtung. Was ist denn mit den ganzen Sektenleuten hier? Keine Hobbys? So, auf geht's. 600 Meter einmal über den Berg rüber, würde ich sagen. Dann fahren wir mal. Ach. Bullshit. Fuck, da morgen. So, 300 Meter noch bergab. Das schaffe ich. Ach du Scheiße. Okay. Ah, Peaches ist leider nicht schnell genug. Ich gebe mir eben auf. Und dann probieren wir es nochmal. Im Auto den Wingsuit ziehen können? Nicht erst rausspringen müssen dafür? So, da sehen wir Jacob Seed auch schon mal. Ja, gut, wir stehen wieder hier oben. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wen hast du gesehen? Da unten ist einer, okay. Go, Peaches. Ah, da vorne kommt einer. Perfekt. Einmal anhalten, bitte. Hallo. Einmal aussteigen, bitte. Ja, ist gerade keiner da von Eden's Gate. Alter. Ruhig jetzt. Verzieh dich. Danke. So, Musik aus. Heilige Scheiße. Habe ich den jetzt überfahren? Ich weiß es nicht. So, probieren wir es nochmal, aber diesmal ohne Querfeld ein. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, dann abzuhalten. Hallo. Was ist denn lang überhaupt? Ich habe hier gar nichts markiert. Ui, das war knapp mit dem Reh. Da hast du nochmal Glück gehabt. Na los, gib Gas. So, hier bin ich eben gestorben. Oh, 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 oh! Okay. Vorsichtig. Sehr schön. So hab ich mir das vorgestellt. Oder Tapreti mit der Pistole hier. Können da auch rüberfahren, glaube ich. Na, mal gucken, ob wir da rüberfahren können. Avi schickt mich auf jeden Fall hier nach links. Ui, was war das? Jo, entspann dich. Schicke ich gleich mal Peaches auf dich. Hey, hey. Du bist doch der Hurensohn von dem Dutch. Hallo, nichts gegen meine Mutter. Bist du für die Wahl registriert? Ach, auch egal. Ich brauche gerade andere Hilfe.
Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Die Frucht meiner Lenden. Herb Junior. Wen? Dümmer als ein Kohlenheimer. Kommt nach seiner Mutter. Der Dummkopf hat meinen Wahlkampftruck verloren. Okay. Nancy. Natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals diesem großen Land gedient hat. Ja. Ich gebe meinen Trucks auch immer. Wenn die Obama-liebenden Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Senatsposten wohl abschminken. Das denke ich auch. Wenn du auf meinem Grund und Boden bist und ich dich nicht erschossen habe, obwohl das mein gutes Recht als stolzer amerikanischer Waffenbesitzer wäre, alles klar. Kannst du ein bisschen mehr Bullshit erzählen, bitte? Meinen Truck zurückzuholen. Dann kann ich mich endlich wieder auf den Wahlkampf konzentrieren. Ja, okay. Junior, hier will dir jemand helfen. Moin. Hey, also sorry, ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies Alter und Bro und Mann. Ungeachtet das von Vaginalien oder Penilisten. Wow, déjà vu, du Mann. Kennen wir uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört. Ich habe eine Standleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Alter, was ist mit den Leuten hier los, Mann? Wenn du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Ja. Er ist echt sauer. Ja. Aber wenn wir ihn zurückholen, darf ich wieder in meinem Bett schlafen. Und ich sag große dir was, Klasse. Es ist echt kalt draußen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjuwelen zu schaffen machen. Alter, ich will davon nichts hören. Hilf mir, den Truck meines alten Herrn zu ja, holen. Ja, ja. Okay. Mir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Hey, Amigos. Wo ist der Truck? Hey, Amigos. Moment. Ich glaube, das... Hä? Weißt du, wie viel er zu tun hat? Der hat noch nicht. Oder willst du mir jetzt einfach sagen, wo der ist? Ich bin verwirrt. Hey, Amigos. Okay, ich steig einfach mal mit dir ein. Okay, finde den nicht so cool. Hä? Wie ist denn jetzt der Plan, Mann? Fahre mit Herc zum Wachturm. Das ist Herc. Oh, rein, Kuma. Das. Danke. Scheiße, Mann, ich hab den ganzen Tag dafür gebetet. Ich hab den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstypen mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist kannst du einfach fahren und die Fresse halten? Supi. Ich sag dir mal was, Fresse. Zu holen, wird nicht leicht werden. Wirtschaftsscheiben braucht eh keiner. So, gib Gas jetzt hier. Ich will aufrichtig zu dir sein. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Das klang nach einer guten Idee. Sie hatten diese ganzen Waffen. Essen, Peaches, was geht ab? Jo, Peaches. Peaches? Diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sie sah echt aus wie ein einziger Teufel, verstehst du? Also, ich gesagt, hey, Amigos. Oh, vorbei verflüht. Oh, okay, nein. Das hat nicht funktioniert. Haben sie gesagt und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Alles klärchen, Bärchen. Das heißt übrigens, gib Gas. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Bla bla. Ich bin also nichts wie Vector! Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Ja, das ist natürlich doof. Angefressen. Ich mach die Karte wieder. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritt im Plan, um den Truck zurückzubekommen. Schritt 1, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt. Ich glaube, dein Navi ist kaputt. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Alter, Problem fahr doch wenigstens auf der Straße. Hey, pass auf, Peaches auf. Kannst doch nicht hier. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs. Mein Mate umfahren. Verdammt, Keule, du kannst zuhören. Mein alter Herr hört nee. Dir nicht zu. Ich bin total ungeduldig, jetzt mach mal hinne. Verdammt, Keule, du kannst zuhören. Mein alter Herr hört mir nicht zu. Go, go. Deswegen fühle ich mich wohl auch so ungehört. Oh, Junge. Ach ja. Sind wir bald da? Ist langweilig, Heule.
Sind wir jetzt da? Nein, immer noch nicht. Ach ja, halbes Jahr später, echt. Was soll das? Ja, supi. Wohin denn? Ich sehe keinen Truck. Ja, ja. Oh, mir ist Schritt 3 wieder eingefallen. Wir kommen von hinten, genau wie es mein Opa im Krieg immer gemacht hat. Gefällt mir. Liegt wohl in der Familie. Siehst du diesen Wachturm? Hauen wir auf die Kacke. Alles klar, hauen wir auf die Kacke. Das wird lustig, Mann. Ich werde so richtig Benjamin-mäßig abgehen. Ich mag deine Art. Wenn du es richtig anstellst, weicht dich vielleicht in was ein, was ich gerade ausdrücke. Alles klärchen. Sag Bescheid, wenn du dich nützlich machst, ne? Okay, die anderen haben alle keinen Bock. Auf jetzt. Schieß doch mal mit deiner Panzerfaust da oben hin. Freut ihr bestimmt. Kann ich von hier vielleicht noch ein bisschen was sehen? Ich denke nicht. Naja, gut. Okay, irgendwie trefft ihr von mir aus. Alter, was ist denn mit dir? Heul doch, du hast Peaches getötet, du Spacko. Hier läuft keiner zu einem MG. Ist klar? So, musst du dich jetzt auch noch aufheben, du Stück Scheiße oder was? Hör auf rum zu heulen. Du hast zweimal mit einer Panzerfaust auf mich geschossen. Halt die Fresse jetzt, komm her, mach dein Ding und lass mich dann in Ruhe. Und dann kriege ich Medipack wieder. Sonst liegt hier aber auch nichts rum, wa? Krass. Krass, krass, krass. So, wo müssen wir jetzt hin? Keule, Zeit für Schritt 4. Ja. Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie Vollkasse Ninja. Alles klar. Ich bin der Ninja, du bist der Spacko, der hier hinten wartet, okay? Scheiße, ja, Mann! Mit Schleichmodus, oder? Scheiße, ja, Mann. Alter, wo hast du den dann geparkt? Was? Ich mach... Nein! Fühl die Brise auf meiner Haut! Komm runter jetzt hier! Gerani, Bro! Alles klar. So, wohin jetzt? Ich soll dir folgen. Alles klar. Wenn einer dieser Packys mit mir anlegen will, bekommt er eine Rakete. Da lang, okay. Da hoch oder was? Sag mir doch einfach wohin. Jetzt bloß nicht abschweifen. So, haben wir's? Haben wir. Hast du deinen Truck jetzt, Kollege? Gute Arbeit, Keule. Schritt 5. Verziehen wir uns, bevor noch mehr auftauchen.
Lass mich raten, ich muss jetzt nach oben da einsteigen und dann kommen direkt noch mehr. Ja, gib Gas. Oh Mann, wir sind in Schwierigkeiten. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob ein paar Feuer unterm Arschmacher übrig sind. Feuer unterm Arschmacher, ja. Ich sehe nicht, wo wir in Schwierigkeiten sind. Okay, ich einfach mal, ich sehe doch, wo wir in Schwierigkeiten sind. Oh, uns, ja? Oh, vor uns ist keiner. Was erzählst du? Jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Ich will nicht Ewigkeiten hier brauchen. Zack, zack, zack. Alter. Der hat mir fast den Kopf abgeschlagen, Mann. Ich hab garantiert was vergessen, aber du hast dich gut geschlagen. Ich verrate dir mal was, Mann. Ich gründe gerade meine eigene Sekte. Und du bist mein erster Herky. Nein, ich werde bestimmt nicht deine Herky. Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meinem Cousin Sharky und einem Haufen heißer Bräute, Mann. Sag mir Bescheid, wenn die heißen Bräute da ist. Einfach nur krachen, Bro. Ach, moin. Hast du mich vermisst? Nein, ich hab dich überhaupt nicht vermisst. Ey, der Truck steht da vorne. Hey, Papa, wenigstens ist noch alles dran. Na gut, Deputy, du hast dein Wort gehalten. Ja, hab ich. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatssache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, um meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen. Nein. Damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Ich will ihn nicht Deine mitnehmen. Deine zweite Aufgabe ist, ja, gib mir Bedenkzeit. Ich geb dir dann Bescheid. Okay. Ich will hoffen, dass ich ihn jetzt einfach nur als Begleiter freigeschaltet habe und er nicht jetzt die ganze Zeit mit mir hinterherläuft. So, Helferauswahl. Peaches braucht noch 8 Minuten wegen dir, du Stück Scheiße, Mann. Was geht mit dir ab? Findest du das witzig oder was? Na, wen haben wir denn da? Ach ja, immer dieses, ich entführe dich, ich hasse nicht gesehen. Wird langsam ein bisschen alt, oder? Bisschen ausgelutscht. So. Wir gehen, Fangzentrum, da gehen wir jetzt hin. Das Letzte ist, was ich tue. Jäger, hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Jo, ich pass auf dich auf. Du wirst gejagt. Wie lange brauchen die, um mich mit Blitz zu beschießen? Okay, ich sehe, wie ich gejagt werde. Echt krass. Ich muss ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Moin. Ich würde sagen, das war ein von Team. Ups. Ah, okay. Da hat mich irgendwas getroffen. Supi. Das hat ja lange auf sich warten lassen. Oh, cool. Ich sehe noch das Navi.
The fuck? Hatte ich eine andere Möglichkeit? Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Okay. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos. Schwach. Kraftlos. Verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Okay. Ja, großartig, finde ich auch. Gehen wir doch mal raus hier. Bringe dein Opfer! Gut, dünn die Herde aus. Jo, wird gemacht, Chef. Ich meine, ich habe ja eh keine andere Wahl. Mach weiter. Dupdi-dupdi-du. Rechtsgang. Hi. Opfer bringen. Okay. Mal die goldene MP5. Moin. Die Herde keulen. Die Herde keulen, ich glaube, es hackt gut. Ja, opfere die Schwachen. Eli, ich sehe sie. Ui. Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Ach ja. Eli, ist das... Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Alles klar. Die Hells retten dich. Jo. Bringen wir ihn zu Wolf's Den? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon.
Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich. Aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Ich bin seiner Meinung. Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Okay. Grüß dich. Ach ja. Guten Morgen. Hey, Mann. Hey. Dir was zu essen da? Na, ich rede mal mit den Eiern. Ich würde gerne reden, aber Eli will was von dir. Achso, okay. Rede ich nicht mit den Eiern. Hey, hallo, Mann. Wow, du bist wach. Eli will kurz mit dir reden. Du hast ja schnell gemerkt, dass ich wach bin. Na denn? Ich habe mein erstes Kaninchen gehäutet, als ich... Ich brauche Munition. Wichtigste überhaupt. So. Ich will auch mal Action erleben. Dann gucken wir doch mal. Interessant. Bist du jetzt für den ärztlichen Check zuständig? Ah, dann nicht. Du rappelst dich schnell wieder auf. Jo. Ich weiß noch, wie ich früher immer mit Eli auf die Jagd gegangen bin. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Alles klar, dann würde ich dir leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Okay, ich soll da leise reingehen. Ich glaube, die Schrotflinte brauche ich noch für... Achso, für Notfälle quasi. Dann nehme ich erstmal den Bogen. 24 Pfeile, ja gut. Was geht hier ab? Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheatie versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Okay. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay. Dann will ich euch beide gar nicht weiter stören. Macht das, was ihr da macht. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? So, hier geht's wahrscheinlich raus.
Hey, hast du kurz Zeit? Jo. Die Whitetail-Milite ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Was machst du da? Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Okay. Der Kundschafter da oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Okay. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Alles klar. Ich glaube, dann sind wir hier auch soweit durch. Das nehme ich noch mit. Hier noch irgendwas? Nee, keine Schallplatten diesmal. Denk daran, erzählen niemandem von der. Hier bin ich ja aufgewacht. Haben wir hier noch was? Auch nicht so wirklich, wa? Wait. Hier geht's raus. Was ist denn da hinten dann? Eli ist der Einzige, der uns hier rausholen kann. Nein, ich will nicht mit euch reden. Wo war ich denn gerade? Was hier? Ja, was ist denn hier noch? Hier geht's auch raus. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Alles klar. So, das soll es dann auch erstmal für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den ganzen Aufträgen befassen, die wir gerade bekommen haben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.